Willkommen bei Talking Red, dem Podcast der SPÖ Steiermark. Für alle, die heute zum ersten Mal reinhören, mein Name ist Julia Lienhardt und ich bin euer Podcast-Host. Bei Talking Red wird auf verständliche und hoffentlich auch einigermaßen unterhaltsame Weise über gesellschaftspolitische Themen diskutiert. Nicht nur mit Politikerinnen und Politikern, sondern auch mit ganz normalen Menschen. In dieser Podcast-Folge setzen wir uns kritisch mit dem Thema Männlichkeit auseinander. Wenn wir unser traditionelles Bild von Männlichkeit ändern, können wir viele gesellschaftliche Probleme lösen. Unser veraltetes Männlichkeitsbild führt nämlich dazu, dass Männer seltener in Berufen wie Pflege oder Kinderbetreuung arbeiten und dass nur 1% aller Väter mehr als ein halbes Jahr in Karenz geht. Unser veraltetes Männlichkeitsbild führt dazu, dass Männer sich seltener psychologische Unterstützung holen und mehr Männer dadurch Suizid begehen. Unser veraltetes Männlichkeitsbild führt auch zu mehr Männergewalt an Frauen. Um diese und viele andere Probleme an der Wurzel zu packen, müssen wir Männlichkeit neu definieren. In dieser Podcast-Folge erklären wir euch unter anderem, was mit Geschlechterstereotypen gemeint ist, mit toxischer Männlichkeit und Burschenarbeit. Wir diskutieren auch, wie dieses gesunde neue Männlichkeitsbild aussehen soll. Außerdem erzählt uns die Grazer Gemeinderätin Anna Robosch, was die kuriosen Reaktionen sind, wenn eine Frau einem Mann einen Heiratsantrag macht. Viel Spaß beim Hören. Ich begrüße heute bei mir im Podcaststudio Gemeinderätin Anna Robosch und Magister Michael Kurzmann, der Leiter der Fachstelle für Burschenarbeit und Projektleiter von Heroes Steiermark. Herzlich willkommen, ihr zwei. Hallo, danke. Hallo, danke für die Einladung. Schön, dass ihr da seid. Zuallererst, Anna, herzlichen Glückwunsch zur Verlobung. Vielen Dank. Ich erlaube mir übrigens nur deshalb, im Podcast zu gratulieren, weil auch schon die kleine Zeitung über die Verlobung geschrieben hat. Und natürlich auch, weil es zum heutigen Podcast-Thema passt. Vielleicht magst du gleich eingangs erzählen, was du so erlebt hast im Zuge deines Antrags. Ja, gern. Ich habe entschlossen, meinem Lebensabschnittspartner oder meinem Partner einen Antrag zu machen, einen Hochzeitsantrag. Und wie das so ist, dann sucht man einen Verlobungsring. Und auf der Suche nach diesem Verlobungsring bin ich in sehr, sehr viele Goldschmieden und Juweliersläden gegangen. Und die Reaktionen auf, ich suche einen Verlobungsring für meinen männlichen Partner, waren von erstaunt bis zu offen sexistisch. Und da gab es ein ganz besonderes Erlebnis in Graz bei einem Juwelier, wo ich mir gedacht habe, so, und jetzt reicht's. Ich bin rein und habe gesagt, ich suche einen Verlobungsring und ich weiß nicht genau, wie er ausschauen soll. Mal abgesehen davon, dass es ganz wenig Angebot gibt, weil es einfach nicht so weit verbreitet ist, dass die Frau den Antrag macht oder dass Männer überhaupt einen Verlobungsring tragen. Und das heißt, die Auswahl ist schon mal schwierig. Und dann auch noch zu hören von dem Juwelier, naja, sind sie so verzweifelt, dass sie jetzt diesen Antrag machen müssen. Da habe ich mir wirklich gedacht, so, hey, das kann es echt nicht sein. Ich mache das, weil ich meinen Partner unglaublich liebe, weil wir füreinander eine respektvolle und verantwortungsvolle Beziehung haben wollen. Und ich hab kein Recht, quasi da auch irgendwie nur diese Geschlechterstereotype reinzudeuten, die leider immer noch sehr vorhanden sind in unseren Köpfen. Und da habe ich mir wirklich gedacht, so, das kann es nicht sein. Vor allem auch, wenn wir ehrlich sind, sind ja Verlobungsringe und Juweliere auch nicht billig. Und dann denke ich mir so, wäre es noch angebrachter zu sagen, so, hey, das ist doch etwas Besonderes und etwas Tolles, wenn das auch einmal in die andere Richtung funktioniert. Und ich habe es dann doch noch geschafft, in zwei Läden diese Reaktion doch noch zu bekommen, einmal von einem Herrn und einmal von einer Dame, die das auch noch nicht so oft hatten, aber die das mit offenen Armen begrüßt haben und gesagt, wie toll das ist und da darauf hingewiesen haben, dass sie zumindest im gleichgeschlechtlichen Paarbereich solche Situationen natürlich schon öfter gehabt haben. Und das zeigt ja, dass diese Geschlechtsstereotype sich ändern und auch sich immer weiter ändern, hoffentlich. Ja, danke, dass du uns so einen privaten Einblick gibst.
Michael, wo sind dir schon Geschlechterstereotypen begegnet? Gibt es auch von dir Beispiele aus dem beruflichen oder privaten Alltag? Ja, ich kann eigentlich aus der eigenen Familie erzählen. Also grundsätzlich vielleicht zur Erklärung, Geschlechterstereotype meint einfach, dass die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Geschlecht, dass das dann verbunden wird mit gewissen Fähigkeiten und Eigenschaften und einem gewissen Verhalten. In meiner Familie war das so, dass mein Vater hat als Bäcker gearbeitet, hat viel in der Nacht gearbeitet, hat tagsüber dann mehr Zeit gehabt und ja, hat sich auch gekümmert um mich und war sehr fürsorglich und ist dann immer mit dem Kinderwagen spazieren gegangen. Und das war so eine kleinere, mittelgroße Gemeinde und das hat irgendwie für Aufsehen gesorgt, dass da ein Mann, ein Vater ständig mit dem Kinderwagen spazieren geht. Und so, ja, was macht der da? Hat der nichts Besseres zu tun? Also da ist schon so rübergekommen. Also das gehört irgendwie nicht für einen Mann. Und da, was so drinnen steckt, eben so Sorgearbeit, Care-Arbeit, dass das irgendwie weniger wert ist. Also hat er nichts Besseres zu tun. Ja, und für meine Mutter war es immer klar, die ist recht bald dann nach der Geburt, die hat als Friseurin gearbeitet und die war da sehr ehrgeizig und wollte das also umsetzen. Und ja, das finde ich so ein Beispiel, wo die schon aus diesen Rollen ausgebrochen sind und wie kritisch das dann auch oft beäugt wird. Das war so im Privaten, aber sie haben sich nicht verunsichern lassen und mein Vater, obwohl er oft belächelt worden ist, ja, ist dazu gestanden und er wollte einfach ein guter, fürsorglicher Vater sein. Und was ich jetzt aus dem privaten Kontext erzählt habe, kann man überlegen, so auf, wenn man schaut auf dem Erwerbsarbeitsmarkt, also diese Zuschreibung, so Frauen sind die Empathischen, sind für Soziale zuständig, Männer, die sind die technisch-handwerklichen Begabten, das spiegelt sich natürlich am Erwerbsarbeitsmarkt wider, da gibt es eine massive Zweiteilung, wobei eben die männerdominierten Bereiche in der Regel besser bezahlt sind, mit besseren Arbeitsbedingungen und die Bereiche, wo eher Frauen dominieren, Handel, Pflege, der schlechter bezahlt wird, schlechtere Arbeitsbedingungen, was zunehmend zum Problem wird, also Stichwort Pflege, wo jetzt erkannt wird, man muss da gegensteuern und diese wichtige Tätigkeit mehr Wertschätzung gewähren. Absolut, wir hatten ja am 2. Mai auch den Tag der Pflege und haben dazu auch einen Podcast aufgenommen. Aber auch zum Thema Vatertag wird es einen eigenen Podcast geben zum Thema Väterkarenz. Warum ist dieses traditionelle Bild von Männlichkeit ein Problem und was ist toxische Männlichkeit? Diese quasi Rollenbilder, über die wir gerade gesprochen sind, ich erlebe das auch immer wieder so als Regelbuch, was du als Bursche und was du als Mädchen darfst und was du als Mädchen nicht darfst. Und wenn du diesen Regeln unter Anführungszeichen widersprichst oder sie brichst, dann hast du eben mit negativen Kommentaren oder mit negativen Konsequenzen in der Gesellschaft zu rechnen. Und da merken wir halt auch bewusst, dass sich dieses Bild über Männlichkeit, wenn sich das nicht ändert, dann werden auch andere Dinge sich in unserer Gesellschaft nicht ändern. Weil wenn sozial nicht anerkannt ist, dass Männer auch fürsorglich sind, dass Männer auch Gefühle zeigen und damit umgehen und in die Öffentlichkeit und in die Gesellschaft mit ihren Gefühlen gehen können und dürfen, dann haben sie auch psychische Probleme. Dann haben sie auch mehr und vermehrt die Gefahr, Suizid zu begehen. Und wir wissen, 3/4 aller Suizidtoten sind Männer. Das heißt nicht, dass psychische Probleme mehr vorhanden sind als woanders. Das heißt einfach nur, dass sie mit diesen psychischen Problemen sich nicht in der Lage sehen, in Therapie zu gehen oder über diese offen zu sprechen. Und das hat der Grund dafür liegt ganz tief verwurzelt in diesen Rollenbildern und in diesem Männlichkeitsbild, das sehr, sehr eng ist. Und wenn wir davon auch von toxisch sprechen, meinen wir auch im Endeffekt, dass es quasi dieses Männlichkeitsbild für Männer selbst etwas Ungesundes teilweise ist, etwas, was sie selbst in ihrer Lebensqualität einschränkt, weil sie einfach auch nicht erleben, dass sie Dinge offen ansprechen können, weil ihnen nicht beigebracht wird oder dass
nicht so befürwortet wird, einen gesunden Umgang mit Emotionen zu haben oder eine Bandbreite an Emotionen auch wirklich darzustellen. Und in diesem Zusammenhang muss man auch wirklich sagen, dass die Änderung dieses Männlichkeitsbilds vor allem auch positiv sich für Männer selbst auswirken würde. Und wir glauben natürlich auch, und deswegen glauben wir, haben wir auch diesen Antrag gestellt, dass wenn sich dieses Männlichkeitsbild in ein positives, in ein fürsorgliches, in ein liebevolles und in ein bunteres quasi ändern würde, dass damit auch die Beziehung zwischen Männern und Frauen und auch diese Gewaltbeziehungen sich verbessern könnten. Weil dann könnten wir sehen, dass Gefühle nicht mehr mit Gewalt und Kontrolle gelöst werden, sondern eben mit Kommunikation und auch im Endeffekt Fürsorge. Ja, also kann ich alles unterstreichen. Ja, toll beschrieben. Vielleicht nur die Differenzierung, der Begriff toxische Männlichkeit ist auch vom Jack Irwin, einem jungen britischen Autor, geprägt worden. Der Begriff heißt nicht, dass Männlichkeit an sich toxisch ist oder Männlichkeit an sich abgewertet wird, ganz wichtig, sondern eine bestimmte Form, ein gewisses Bild von Männlichkeit, dass das auch für Männer selbst schädlich ist und eben auch für andere, eben ein Bild, immer stark sein zu müssen, keine Schwäche zeigen zu dürfen, was dann oft ausschließt, sie rechtzeitig Hilfe zu nehmen. Also so als Beispiel noch, ich habe den Jack Irwin erwähnt, der hat das Buch geschrieben Boys Don't Cry, also Jungs weinen nicht, das auch auf seiner Familiengeschichte aufbaut und wo er eben das Beispiel erzählt von seinem Vater, der der zu Hause war, so wahre Geschichte, hat Erkältung gehabt, war zu Hause, der Jack, das war kurz vor seinem 10. Geburtstag, fragt den Vater, wie geht's dir? Vater sagt, ja, es geht besser. Vater geht ins Badezimmer und fliegt da tot um, hat eine Herzattacke. Er ist mit 51 Jahren verstorben und bei der Obduktion ist dann klar geworden, sie haben am Herz ganz viel Narbengewebe gefunden. Also der Vater muss vorher schon mal einen Herzinfarkt gehabt haben. Aber, und das ist das Wichtige, er war nie in medizinischer Behandlung, hat sich keine medizinische Hilfe geholt und hat mit der Familie nie über seine gesundheitlichen Probleme gesprochen. Sie haben dann im Nachhinein in der Jackentasche ein rezeptfreies Medikament aus der Apotheke gefunden. Und Jack Irwin bringt eben die Frage dann auf, könnte sein Vater noch leben, wenn in unserer Gesellschaft ein anderes Männlichkeitsbild vermittelt wird, also dass es okay ist, dass es auch von Stärke ist, sie Hilfe zu nehmen. Ja, und das schadet Männern. Die Anna hat das eh sehr gut ausgeführt. Und dieser mangelnde Bezug auf zu sich selber erschwert oft da die Beziehungen und führt dann mitunter, weil Werkzeuge fehlen, auch innere, äußere Konflikte zu lösen, zu Gewalt. Was würdet ihr jetzt jemanden, der sich als Mann identifiziert und noch keine Berührungspunkte damit hatte, also vielleicht sehr in Geschlechterstereotypen oder noch traditionellen Geschlechterrollen denkt und handelt, was würdet ihr demjenigen raten, so mal als ersten Schritt? Wie kann ich das aufbrechen? Das ist eine gute Frage. Ich würde ihn fragen, was er macht, wenn er traurig ist, was er macht, wenn Gefühle hochkommen, die er nicht einordnen kann. Und dann würde ich sagen, so, dass es mir immer leicht gefallen ist, mit anderen, mit meinen Freundinnen und Freunden über diese Dinge zu reden. Und ob man sich dann selbst auch fragen muss, wer sind meine Bezugspartner, in denen ich mich sicher genug fühle, über diese Dinge zu reden. Und ich glaube, dass da sehr oft auch der Aha-Punkt kommt, dass sehr viele meiner männlichen Freunde zum Beispiel wissen von sich selbst, dass ihr Bezugspunkt und ihre Partnerschaften und ihre Beziehungen zu Menschen, mit denen sie wirklich auch über Probleme reden können, über Herausforderungen in ihrem Leben reden können, dass da sehr oft nur die Partnerin oder eine sehr enge Freundin in Frage kommt und ein großer Kreis der anderen, meist männlichen Freunde eben gar nicht in Frage kommt, um mit denen über solche Dinge zu reden. Und ich glaube aber, dass das im Endeffekt das Wichtige wäre, dass auch Männer sich gegenüber Männern öffnen und über Gefühle sprechen und dass da auch sehr viel Vertrauen aufgebaut werden kann, dass man sich öffnen kann und dass man nicht eben dann von
seinen Freunden dafür abgewertet wird, dass man dann nicht eben als schwach dasteht, sondern dass das etwas Befreiendes und auch etwas Starkes sein kann, wenn man sich traut, sich zu öffnen und über Probleme zu sprechen und dann auch vielleicht von seinen männlichen Freunden eine positive Rückmeldung bekommt und dass man sieht, man kann sich gegenseitig vertrauen und es ist okay, diese Dinge anzusprechen. Michael, was sagst du als Psychotherapeut und auch als Männer- und Burschenberater dazu? Was würdest du den Männern raten? Ja, also da anschließend, meine Erfahrung ist, dass auch so Bedenken, also es gibt natürlich oft einen Widerstand oder Vorbehalte auch von Männern, wenn Gleichstellung Thema ist oder Gender Thema ist. Und oftmals, wenn man so nachfragt, ist, dass sie dann das Gefühl haben, also es kommt dann oft so an, wenn Gleichstellung Thema ist, es ist nicht okay, wie sie ihr Leben gestalten und wie sie sein. Also es wird dann oft so als Entwertung vom eigenen Lebensentwurf wahrgenommen. Und darüber ist es aber wichtig, ins Gespräch zu kommen und das halt auch zu sehen und auch zu vermitteln. Es ist okay, wenn sie so ihr Leben gestalten, das vielleicht eher so einem traditionellen Bild entspricht, dass sie, keine Ahnung, gerne ins Wirtshaus gehen und am Auto schrauben, das ist vollkommen okay. Aber dass halt Männlichkeit sehr vielfältig ist, mit unterschiedlichen Interessen. Und ein Teil kann ihren Lebensentwurf leben, auch von den Männern, ein Teil der Männer vielleicht aber noch nicht. Also es geht nicht, dass man ihnen was wegnimmt und es geht nicht um Signal, dass das nicht okay ist, wie sie leben, sondern dass man allen möglichst viel Freiheit gibt. Und das, was Edi Anna schon angesprochen hat, dass so, wenn sie bei sich ja sehen oder vielleicht ausbauen, so sorgende Aspekte, dass das ja ein Gewinn für ihr Leben sein kann, dass sie weniger Stress haben. Also das eben macht ja einen großen Druck, immer so das Gesicht wahren zu müssen. Und ja, es kann weniger Stress bedeuten, mehr Gesundheit, wenn solche Aspekte dann integrierbar sein oder gesehen werden können vielleicht auch, die es schon gibt in der eigenen Familie oder im eigenen Umfeld, dann ist das ja ein Gewinn. Ja, du sagst Druck. Welchen Druck haben Männer? Was müssen Männer ständig nach außen beweisen oder zeigen, was so Stress macht? Also das sind jetzt so Erfahrungen aus der Burschenarbeit, wo wir Workshops mit Burschengruppen in Schulen und Jugendeinrichtungen machen. Und da gibt es halt so einen ständigen Druck. Ich muss ständig zeigen, dass ich männlich, dass ich cool bin. Und da fehlen halt noch so oft positive Bilder, also dass man das positiv definiert. Sondern es wird oft so über Abgrenzung. Also ich kann zeigen, dass ich männlich bin, wenn ich Mädchen schlecht mache oder die schlecht behandeln. Also, oder wenn ich homophobe Äußerungen mache. Oder ja, wenn ich so ein Mackerverhalten an den Tag lege, um keine Gefühle erzeige, um ja irgendwie zu beweisen, ich bin nicht kindlich. Also das ist so ein großer so ein Coolness-Druck. Und eben auch, dass es oft dass so positive Bild oder Konzepte von Männlichkeit fehlen und dass ständig so ein Druck ist, ich muss zeigen, ich bin nicht weiblich, ich bin nicht kindlich, ich bin nicht schwul. Und das hat natürlich hohe Kosten, weil es andere schädigt, selbst ja enormen Stress macht. Und das ist so ein Ziel in der Burschenarbeit, einmal andere, also dass sie leben können. Also das ist oft ein riesiger Stress in der Klasse. Also weil ständig so irgendwie Gefahr droht, dass man eine Reinkaut kriegt von einem Kollegen oder verbaler wieder beschimpft wird. Also es ist sehr oft eine sehr stressvolle Stimmung und da neue Erfahrungen machen zu können, dass wie angenehm das eigentlich ist, wenn man gut auch miteinander umgeht. Und ja, genau. Magst du uns vielleicht erzählen, was Burschenarbeit jetzt ganz konkret ist und wie vielleicht Zuhörerinnen und Zuhörer das Angebot auch nutzen können? Burschenarbeit heißt, wir gehen in Schulen, wir gehen in Jugendeinrichtungen, machen Workshops. So unsere Erfahrung ist, es braucht immer so einen Aufhänger, also dass es interessant ist für die Jugendlichen, für die Burschen, dass es auch in ihrer Lebenswelt andockt. Also Sexualität ist oft so ein spannendes Thema für Burschen. Da arbeiten wir ganz früh mit Jugendlichen so in der Pubertät. Und verknüpfen das halt mit Rollenbildern, über das zu reden. Was ist eigentlich Männlichkeit? Was macht ein Mann aus? Oder das Projekt Boys Day
ist, wo wir auch, also wo wir versuchen, auch Burschen für soziale Berufe, pädagogische Berufe, Pflegeberufe zu interessieren, wo wir ihnen einfach Infos geben, dass sie sich ein Bild machen können und da wirklich mit Exkursionen, mit Schnupperpraktika vor Ort in Schulen, in Kindergärten, in Pflegeeinrichtungen, wo sie dann auch mit männlichen Role Models sprechen können. Also das genau bis hin zu jetzt in Kooperation mit dem Frauenhaus haben wir Projekt Rap Not Rape, wo wir schauen, wo wir mit Klassen arbeiten und schauen, was wird da für Musik gehört, was wird da für Rap-Musik gehört und wir schauen uns dann die Texte an, was für Bilder von Beziehung kommen da vor, gibt es da Aspekte, die gewaltfördernd sein und das anzuschauen, zu reflektieren anhand von Material, das wirklich von den Jugendlichen selbst kommt. Ja. Anna, du hast einen dringlichen Antrag eingebracht in den Gemeinderat. Da geht es auch um Burschenarbeit. Magst du uns davon erzählen? Ja, gern. Der dringliche Antrag war ein bisschen zweigeteilt. Es ist in der einen Hälfte darum gegangen, dass wir leider in Österreich immer noch sehr viele Femizide erleben, also Frauenmorde, Morde in der Beziehung, Frauenmorde, wo der Täter meistens ein männliches Näheverhältnis zum Opfer hat. Und den habe ich im Februar gestellt, da war das Jahr erst 40 Tage alt und es waren schon leider 4 Femizide in Österreich begangen worden und mittlerweile sind es leider 9. Und da ging es ganz massiv darum, dass die Institutionen, die sich mit Gewaltschutz in Österreich beschäftigen, sind auf jeden Fall schon sehr, sehr gut verankert in unserer Struktur. Aber auch sie wissen, dass wir nicht genug Geld und nicht genug Ressourcen dafür verwenden, dass diese Istanbul-Konvention zur Prävention von Gewalt an Frauen wirklich in Österreich Realität wird. Ratifiziert haben wir sie, aber wir bräuchten mehr Mittel, dass wir wirklich auch sagen könnten, das wird wirklich in die Realität umgesetzt. Und die zweite Hälfte in diesem Antrag, das war mehr Geld für die Ressourcen. Und der zweite Anspruch war auch dieses Problem der Gewalt gegen Frauen und der Männergewalt gegen Frauen bei der Wurzel zu packen. Nicht mehr nur auf die akuten Symptome zu schauen, sondern auch das dahinterliegende Männlichkeitsbild anzuschauen. Und wir sehen da ganz klar die Burschenarbeit als das Instrument, dieses Männlichkeitsbild zu verändern in etwas Positives, in etwas in eine positive Entwicklung zu bringen, wenn man mit Burschen von einem sehr jungen Alter bis eben zum Erwachsenenalter arbeitet, um diese positiven Bilder auch vorzuzeigen, dann glauben wir auch, dass man an dieser Schraube der Gewalt und auch dieser Gewaltbeziehungen auch arbeiten könnte. Das könnte eine langfristige Veränderung in diesem Problem sein. Und deswegen wollten wir einen Sonderausschuss in Graz ins Leben rufen, der sich mit Burschenarbeit in der Steiermark und in Graz beschäftigt, der erhebt, auf welchem Stand sind wir in diesem Bereich und was bräuchte es noch, wo sind noch die Lücken. Und in dem Antrag wird auch darüber gesprochen, dass ja im Zuge der Aufstockung der Mittel für die Fraueneinrichtungen auch zum ersten Mal 1 Million überhaupt jemals für die österreichweite Burschenarbeit und den Aufbau der ausgeschrieben wurde. Und wir wissen einfach, 1 Million österreichweit ist leider viel, 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 viel zu wenig. Und es bräuchte hier nicht nur mehr Mittel, sondern auch Vernetzung und eine österreichweite Struktur und eine österreichweite Institution. Wir haben sehr viele Vereine und sehr viele Institutionen, die jetzt schon sehr, sehr gute Arbeit leisten, die diese Burschenarbeit qualitätsvoll machen. Aber es bräuchte diese Vernetzung und auch diese Struktur österreichweit, dass man die so tief verankern könnten, wie die Fraueneinrichtungen und die Gewaltschutzeinrichtungen jetzt schon sind. Kann ich nur unterstreichen, geht total in die richtige Richtung, der Antrag. Ja, also ja, Gewaltschutz setzt natürlich auf verschiedenen Ebenen an. Was positiv ist, es
ist ja schlimm, also dass so hoch bleiben und über längere Zeit auch die Zahl der Femizide. Was grundsätzlich aber positiv ist, dass stärker jetzt das Bewusstsein da ist, Gewalt, Männergewalt an Frauen hat was mit Geschlechterverhältnissen zu tun. Also da gibt es einen engen Zusammenhang. Und wenn ich an Gleichstellung arbeite, dann ist das auch eine Form von Gewaltprävention. Und da gibt es natürlich viel Potenzial, mit Buben, mit jungen Männern zu arbeiten, als nur so ein paar Stichwörter Richtung Beziehungskompetenz, Trennungskompetenz. Das ist schon in Jugendbeziehungen ein Thema. Wie gehe ich mit Zurückweisungen um? Wie gehe ich mit Kränkungen um? Ja, da gibt es ganz viel Potenzial und ich glaube Bedarf bei den Jugendlichen selbst. Und genau, und diese institutionelle Verankerung, die die Anna erwähnt hat, die wäre total wichtig. Da gibt es gute oder Best Practice-Beispiele aus Deutschland, was einfach in den Ländern und auch bundesweit Stellen gibt, die einfach für Vernetzung sorgen, dass die alle Akteure, Akteurinnen sie austauschen, dass das Know-how weitergegeben wird. Und dahingehend, genau, geht es in die richtige Richtung. Was sind denn das für Stellen, wenn sich jetzt jemand überfordert mit seinen Gefühlen fühlt? An wen kann er sich wenden? Vorweg eben, es gibt eben Zahlen, dass die Männer großteils oder oftmals viel zu lange warten, dass sie sich medizinische oder psychosoziale Unterstützung, dass sie das in Anspruch nehmen. Und echt nochmal so das Signal oder den Appell, es ist eine Stärke, für sich und andere zu sorgen und sehr Unterstützung zu nehmen. Und deshalb gibt es spezifische Stellen, eben sowas wie die Männerberatung im Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark, was einfach eine Schwellen senken soll. Also ja, Männer können auch Probleme haben und wie jeder Mensch gibt schwierige Phasen im Leben und es ist total gut und wichtig und ein Zeichen von Stärke, sich Unterstützung einmal zu holen. Man kann sich an die Männerberatung wenden unter 0316 83 14 14. Es gibt verschiedene Möglichkeiten von E-Mail-Beratung über persönliche Beratung auf der juristischen Schiene, aber auf der psychosozialen Schiene natürlich. Und wenn ganz was Akutes ist, es gibt die Männer-Info, das ist eine Notruf, eine Telefonnummer, die ist rund um die Uhr besetzt, 0800 400 777, 0800 400 777, da hebt immer jemand ab. Das sind alles erfahrene Männerberater, die dann auch bei Bedarf weitervermitteln können an die passenden Stellen. Gibt es auch sowas wie Stammtische oder Treffen, wo Männer so, ohne jetzt ein Problem zu haben, einfach nur mal in die Thematik reinschnuppern können, sich darüber unterhalten können vielleicht? Genau, da gibt es sowas wie das Männercafé, wo man sich einfach treffen kann, tratschen kann, wo es unterschiedliche Inputs gibt. Also das ist so ein ganz niederschwelliger Zugang, wo es keinen Konsumationszwang gibt, wo man auch soziale Kontakte knüpfen kann zu anderen Männern. Und so auf der Jugendebene bieten wir einige Peer-Projekte an, zum Beispiel Heroes, wo man sich ja mit anderen Jugendlichen dann austauschen kann und sie engagieren kann, oder ein neues Projekt zu mir, genau, was jetzt nicht so einen Migrationsfokus hat, sondern wo junge Menschen sich einsetzen für Gleichstellung und gegen Gewalt und in Schulen gehen und Peer-to-Peer-Workshops anbieten. Und wie erfahre ich von dem Angebot? Besten auf die Website gehen, www.vmg-steiermark.at, also Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark. Wir haben unterschiedliche Fachbereiche von der Männerberatung, eine Fachstelle für Gewaltarbeit, die Burschenarbeit und der Bildungs- und Forschungsinstitut. Und ja, wenn Sie auf die Website gehen vom Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark, vmg-steiermark.at, dann finden Sie da recht übersichtlich die ganzen Angebote. Sehr gut. Anna, ich wollte nochmal in die Tiefe gehen, ein bisschen so in die düstere Ecke von Maskulinisten, Antifeministen, Männerrechtlern, Incels, Abtreibungsgegnern. Was kannst du uns darüber sagen? Warum haben solche Bewegungen, auch rechte Bewegungen, immer mehr Anhänger und was können wir dagegen tun? Und was ist das überhaupt für alle, die jetzt nicht wissen, wovon ich überhaupt spreche? Ja, es gibt
neue Bewegungen, die sich ganz massiv auch mit diesem Männlichkeitsbild, mit diesem alten Männlichkeitsbild der Stärke, der Autorität, der Kontrolle und der Macht auseinandersetzen und die bis zum gewissen Grad auch dafür kämpfen, dass es so bleibt und nicht verändert wird. Eine relativ neue Bewegung ist die Incel-Bewegung, die wir leider auch schon kennengelernt haben in Bezug auf Amokläufe und Gewalttaten, wo Männer, auch in meiner Erfahrung sehr oft junge Männer, sich benachteiligt fühlen, weil sie nicht so viele Sexualpartner bekommen, wie sie denken, dass sie verdienen. Und wo sie ganz klar sagen, sie haben einen Anspruch auf Frauen und sie haben einen Anspruch auf Sex und der wird ihnen nicht gegeben. Und dann leben sie quasi diese Fantasie oder diese Meinung quasi in Gewalt aus, weil sie holen sich das zurück, was ihnen zusteht. Und ich erlebe das immer wieder, dass natürlich auch in Internetforen sich gegenseitig bestärkt und gegenseitig quasi auch immer wieder da Menschen mit ihren Problemen und da Männer mit ihren Problemen in Foren gehen oder in soziale Medien gehen und dann von solchen Gruppierungen quasi indoktriniert werden oder radikalisiert werden. Und das Problem, das ich da sehe, ist, sehr oft werden die grundsätzlichen Probleme, die Menschen in dieser Phase haben, nicht adressiert, sondern es wird ihnen nur eingeredet, so von wegen, ja, und uns geht's gleich und alle sind so böse und Frauen sind so böse und dieses Männlichkeitsbild ist so super und du musst dem entsprechen, nur dann bist du ein guter Mann. Und ich erlebe das als etwas ganz, ganz, ganz Schwieriges und Gefährliches. Und ich glaube, dass es daraus resultiert, weil sehr viel diese Angst vor dieser Veränderung haben und auch Angst haben, dass sie diesem Männlichkeitsbild nicht entsprechen oder dass dieses Männlichkeitsbild verloren gehen könnte. Und sie klammern sich an dieses Männlichkeitsbild, weil sie glauben, dass die Alternative dazu eben schwach, machtlos und, wie auch vorher schon erwähnt, weiblich und schwul ist. Und darin sehe ich ganz, ganz ein starkes Problem, weil man eben da massiv über Abwertung von anderen arbeitet, da massiv auch über die Abwertung von Frauen sich definiert und das ein Teil der Identität wird. Und das ist etwas Gefährliches und das trägt da überhaupt nicht zum Miteinander und zu positiven Beziehungen untereinander bei. Und da sollte man, glaube ich, auch massiv hinschauen und verstärkte Angebote schaffen, dass dieses Festklammern an diesem toxischen und alten Männlichkeitsbild auch etwas ist, was weder den betroffenen Männern hilft, noch uns allen und schon gar nicht eben Frauen. Ja, düsteres Thema. Michael, magst du da noch was dazu ergänzen? Gibt wenig zu ergänzen, sehe das ähnlich. Also das, gerade beim Thema Gleichstellung gibt es jetzt so eine Gleichzeitigkeit. Einerseits passiert sehr viel und viele Menschen engagieren sich Richtung Gleichstellung und es werden Schritte nach vorne gesetzt und gleichzeitig gibt es oft so einen Widerstand und da Rückschritte und das ist irgendwie steht so nebeneinander. Und es geht bei solchen Männern sicher sehr stark um Kränkungen, um Erfahrungen. Und die verbinden sie halt mit so einem ideologischen Unterfutter von diesen Gruppierungen. Wichtig ist halt zu wissen, wie ticken die und welche Vorstellungen haben die, damit man die erkennt. Ich glaube, das ist so ein Ansatzpunkt, Studien zu machen, sie zu beforschen, da Informationen zu haben. Und gibt natürlich unterschiedliche Schattierungen von der Gefährlichkeit und von der Radikalität, wo bei den sehr gefährlichen, die schon wirklich sehr radikalisiert sein, eben da geht es dann wirklich oft um Schutz von anderen. Und sonst, glaube ich, kann man, wie es halt generell so bei Radikalisierungsprozessen ist, dass oftmals so wenig Säulen dann bei diesen Personen im Leben gibt, also die sie stützen.
und dass so Mängel im Leben, dass wenig Ressourcen zur Verfügung stehen, dann halt kompensiert werden mit einem radikalen Gedankengut. Und ein gewisser Teil, denke ich mal, ist schon noch erreichbar, indem man einfach schaut, was kann man den Personen anbieten, dass sie weniger das notwendig haben, auf so ein radikales Gedankengut zurückgreifen zu müssen. Mhm. Kommen wir vom Radikalen ins eher Subtilere. Beispiel Werbung, wo ich mich immer wieder drüber aufrege, zum Beispiel vor kurzem zum Muttertag ein großes Plakat, kann den Text nicht mehr ganz wiedergeben, aber es ging einfach darum, wie schön es ist, so sich ganz für die Mutterrolle aufzuopfern. Und ich denke mir nur, wie schön ist es, wenn man es durch zwei teilen kann und jeder noch ein eigenes Leben auch haben kann. Aber ja, immer wieder in Medien festigen sich diese traditionellen Geschlechterrollen. Was kennt ihr da für Beispiele und wie können wir da auch achtsamer sein? Ja, die Medien. Ich empfinde es immer als wahnsinnig absurd, wenn man sich dann überlegt, ich komme selber aus der Werbe- und Grafikbranche, und wenn man sich überlegt, da sitzen Menschen zusammen und denken sich, wie kann ich irgendetwas verkaufen und wie kann ich irgendetwas, eine Message für ein Produkt oder etwas rüberbringen, und die Antwort darauf ist immer Sexismus. Yay! Und ich verstehe es ehrlicherweise nicht, weil wir sehen auch, dass dieses Sexismus oder Sex Sales nicht mehr funktioniert und auch in weiten Teilen nicht mehr funktioniert, außer man will einen Shitstorm ernten. Aber jetzt rein in der Realität sehen wir eben, dass natürlich immer noch der Großteil der Pflege- und Fürsorgearbeit von Frauen verrichtet wird, ja, aber die Ansprüche, die mittlerweile schon Männer an Kindererziehung stellen und diesen Wunsch nach, ich möchte auch Teil der Kindererziehung und Teil der Fürsorge für mein Kind von Männern sein, ist schon viel, viel größer, als uns Werbung zum Beispiel zu glauben versucht zu machen. Und da denke ich immer, ich würde mir wünschen, dass auch die Werbung mit positiven Beispielen vorangeht und das sichtbar macht und dadurch eben auch die Vorbildwirkung, die wir auch in Workshops in der Duschenarbeit versuchen, sichtbar zu machen, dass das sich auch möglicherweise, wenn es sich in der Werbung widerspielt, auch auf einer breiteren Masse dann quasi erkennbar wird, dass es sowas gibt, dass es etwas gibt, dass man auch als Mann sich bereit fühlt, nicht nur Rasen zu mähen, sondern auch den Haushalt zu schupfen. Oder dass man auch als Mann sehr wohl einen integralen Part in der Kindererziehung hat und auch als Mann, dass man der beste Papa der ganzen Welt sein kann, wenn man ein fürsorglicher und ein emotionaler und ein caring Papa ist. Und ich glaube, dass da sehr viel Aufholbedarf in Medien ist und dass sehr oft darauf ankommt, ob es eben Vorbilder in der eigenen Umgebung und in der eigenen Bubble gibt, ob das dann als etwas Positives wahrgenommen wird oder ob das überhaupt in den Gedanken der Menschen überhaupt vorkommt. Und ich glaube, dass auch wir da sehr oft schon in der SPÖ zum Beispiel gesehen haben, wenn bei uns Menschen und Funktionäre, Spitzenpolitiker in Väterkarenz gegangen sind, dass das sehr oft auch sehr positiv wahrgenommen worden ist. Natürlich gab es auch die negativen Kommentare von wegen, naja, aber er hat einen spitzen Job und wie soll sich das ausgehen? Aber es gab auch ganz, ganz massiv Zuspruch, dass das etwas ist, was wertgeschätzt wird und dass das auch ein Vorbild ist für ganz, ganz viele andere. Und ich glaube, dass es mehr dieser Vorbildbilder geben muss und Vorbildrollen geben muss, damit sie auch mehr ändert. Ich habe den Appell von Michael vorher sehr schön gefunden, dass es, den möchte ich nochmal wiederholen, dass es ein Zeichen von Stärke ist, sich Hilfe zu holen, und dass es ein Zeichen von Stärke ist, zu sagen, ich lebe mein Leben auch abseits dessen, was vielleicht mein Männlichkeitsbild in der Gesellschaft mir vorlebt. Das ist ein Zeichen der Stärke und das ist
etwas Positives. Und diesen Appell, glaube ich, sollte man immer und immer wieder vor sich hertragen. Hm. Wenn das jetzt vielleicht im ersten Moment jetzt negativ klingt, aber man sieht natürlich schon, wenn man jetzt schaut, in welcher Welt leben wir mit der Klimazerstörung. Also da steckt ja so drin an diese, was seit der Industrialisierung, seit der Etablierung der kapitalistischen Gesellschaftsformation, dass so die Männer, die sind fürs Öffentliche, für den Geist, für die Wissenschaft zuständig. Die Frau, die ist eher sozusagen für den Innenbereich, für die Sorge, weil Kinder gebären, Kinder aufziehen, das ist eher nahe der Natur. Und da haben sich schon Männer mit der Wissenschaft da über die Natur erhoben. Also da ist ja diese Hierarchie wieder drinnen. Und das sieht man ja ganz stark, dieser Umgang, dieses Erheben, dieser Glaube oder Irrglaube, die Umwelt kontrollieren zu können und sie darüber hinwegsetzen zu können. Also da sieht man einfach die Konsequenzen jetzt mit der Klimazerstörung, Krieg, Putin als Ausdruck einer sehr hegemonialen, toxischen Männlichkeit. Also es gibt einfach so, also wenn man da hinschaut, es gibt so viele Gründe, da was zu ändern. Und ja, es kann vielleicht auch für Männer so im ersten Schritt bedeuten, einmal so Selbstverständlichkeiten aufzugeben und da Privilegien aufzugeben. Aber ich glaube, es ist auch so viel Potenzial für Gewinn da, also für persönlichen Benefit in einer Gesellschaft zu leben, wo es nicht so, so starke soziale Ungerechtigkeiten gibt. Diese Schattenseiten der männlichen Rolle anzuschauen und da für Männer mehr Freiheit zu gewinnen und weniger Stress und mehr Gesundheit. Danke euch zwei, dass ihr euch Zeit genommen habt. Danke für die Einladung und danke, dass wir über dieses Thema sprechen konnten. Das ist, glaube ich, ein Thema, das noch nicht so tief in unseren Köpfen drin ist, aber ich glaube, es wäre wichtig, einen breiten Diskurs darüber zu führen. Ja, danke auch für deinen Einsatz im und außerhalb vom Gemeinderat. Danke. Ja, danke fürs spannende Gespräch. Es braucht einfach, man kann nicht alles so voraussetzen. Also es braucht einfach Räume und Zeit, um über das Thema zu reden und um sie zu vertiefen und dass andere Menschen auch einen Eindruck gewinnen können. Also es braucht ganz viel Raum auch zum Reden, wo man vielleicht da Vorbehalte diskutieren kann. Und daher, das ist auch so ein Mosaikstein und danke für die Einladung. Mhm. Danke für deinen Input und auch deine Arbeit. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Thema interessiert und die mehr darüber erfahren wollen, ihr habt ja auch die Homepage schon mitgeteilt bekommen von Michael, das ist vmg.at, oder? vmg-steiermark.at. Okay, vmg-steiermark.at. Ihr könnt uns auch natürlich gerne schreiben, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr vielleicht ein Seminarangebot euch wünscht zu diesem Thema, Weiterbildungsmöglichkeiten seitens der SPÖ-Frauen oder des Renner-Instituts oder auch mal eine Diskussionsrunde zu dem Thema. Danke fürs Zuhören und Dabeisein und auch danke fürs Multiplikator und Multiplikatorinnen sein beim Thema gesundes Männlichkeitsbild. Tschüss und Baba.